Leute, was läuft? Heute werden wir mit Joe Bellingham, der Bruder von Jude Bellingham, auf jeden Fall hier eine Karriere machen, beziehungsweise seine Karriere hier simulieren. Der ist momentan 15 Jahre alt, spielt normalerweise bei Birmingham City U18. Jetzt haben wir den einfach mal in die vierte englische Liga gepackt. Wir werden natürlich auch den großen Bruder verfolgen, was der auf jeden Fall in seiner Karriere macht, und auch den Cousin von Haaland. Da haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Und noch ganz wichtig, wir werden ein Jugendtalent noch hier verfolgen. Den werden wir kurz verpflichten. Das ist ein 73er. Den jetzt zu verpflichten macht natürlich gar keinen Sinn. Dann würde unser Spieler natürlich nicht mehr spielen. Dafür sind wir nicht in die vierte englische Liga hier gegangen. Deswegen wird der jetzt freigegeben und den werden wir uns quasi heute auch angucken. Ihr seht auf jeden Fall hier, der ist 15 Jahre alt, natürlich aus England, Gesamtstärke von 66, und ich bin sehr, sehr gespannt. Der spielt hier im rechten Mittelfeld. Den können wir später vielleicht zum Flügelspieler machen, denn das ist ja in Realität bei der Birmingham U18-Mannschaft. Aber ja, anders als sein Bruder spielt er jetzt hier fest auf dem Flügel. Hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Ob wir das heute schaffen, was sein Bruder macht, das werdet ihr alles erfahren. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende heute dran. Lasst gerne einen Like da, falls ihr das Format feiert und mehr davon sehen wollt, und falls ihr nichts verpassen wollt hier auf dem Kanal, gerne auch abonnieren. Momentan wird in dieser Mannschaft ja mit rechtes und linkes Mittelfeld gespielt, deswegen werden wir uns jetzt hier noch nicht umentwickeln bzw. umtrainieren lassen zum rechten Flügel. Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen hochgehen, aber wir gucken erstmal, wie das jetzt hier aussieht. In der Hälfte der Saison sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Erstes halbes Jahr ist vorbei, wir gucken natürlich direkt, wie das hier in der Liga aussieht. Ja gut, bei dem Verein sieht es nicht so gut aus, aber wir fokussieren uns natürlich auf unseren Spieler, beziehungsweise davor gucken wir noch, ob was bei den anderen passiert ist. Ja, das Talent hat auf jeden Fall einen neuen Club hier gefunden und wir sind hochgegangen auf eine 68er Gesamtstärke, das heißt ein Upgrade von 2. Gucken wir uns auch direkt hier die Statistiken an. Wir haben sogar einen Wechsel gefordert. Okay, dann kann alles noch nicht so gut laufen, vielleicht auch gehaltsmäßig. Wir haben bis jetzt eine einzige Vorlage gemacht. In 28 Spielen ist das schon sehr, sehr schwach, muss man sagen. Also nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wechseln. Hoffen wir erstmal, dass wir jetzt noch so ein bisschen hochsteigen. Na gut, er ist mit der eigenen Spielerleistung und mit der Teamleistung nicht zufrieden. Spielzeit ist in Ordnung, Vertrag ist er zufrieden. Also gut, da können wir jetzt auch nicht so viel machen, außer direkt im nächsten Transferfenster zu wechseln, beziehungsweise dann im Sommer. Gucken wir mal, ob er am Ende der Saison glücklicher ist. Ja, ich weiß nicht, ob er damit so viel glücklicher ist, mit einem Platz, mit einer Platzierung schlechter hier bei dem Verein. Wir gucken auf seine Gesamtstärke. Ist auf eine 69 hochgegangen. Das hätte auf jeden Fall in der ersten Saison auch ein bisschen besser sein können. Ist noch nicht der beste Spieler hier, hat einen Wechsel gefordert und keine einzige Vorlage oder kein einziges Tor noch in der Rückrunde gemacht. Also das lief wirklich überhaupt nicht gut in der ersten Saison. Der große Bruder Jude Bellingham wird auf jeden Fall nicht die Champions League gewinnen. Da können wir auch mal immer so ein bisschen reingucken. Das wäre natürlich auch noch ganz interessant zu sehen, wer hier zuerst die Champions League gewinnt. Vielleicht packen wir die später auch noch in ein Team zusammen. Aber ja, das werden wir alle später sehen. Zur neuen Saison haben wir immerhin jetzt die 70er Gesamtstärke geknackt. Jetzt packen wir uns auf jeden Fall auch auf die Transferliste. Jetzt sind wir auch der beste Spieler hier, haben einen Wechsel gefordert, beziehungsweise, ja, wir brauchen uns gar nicht mehr raufzupacken. Wir sind schon auf der Transferliste. Mal schauen, was für Angebote hier reinkommen. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Ende des Monats. Jetzt haben wir hier eine kleine Chatnachricht. Wir werden auf jeden Fall mal dem auf jeden Fall noch die Spielzeit geben. In meinen Plänen bist du ein essentieller Stammspieler hier. Machen wir einfach mal. Der wird das Spiel jetzt hier noch machen. Aber danach werden wir, glaube ich, was anderes machen. Er macht auf jeden Fall noch hier ein Tor. Hat auf jeden Fall den Trainer damit bewiesen, dass er da auf jeden Fall am Start ist. Das ist schon mal sehr gut. Also mehr Tore schon als letzte Saison in einem einzigen Spiel. Bellingham dreht auf jeden Fall auf. Und wir werden jetzt, wir haben kein einziges Transferangebot für ihn bekommen in einem ganzen Monat. Wir werden den jetzt zu Birmingham City transferieren. So, da sind wir auf jeden Fall am Start. Jetzt sind wir aber nicht mehr in der vierten englischen Liga, sondern direkt in der zweiten bei Birmingham City. Wie gesagt, da spielt er in der U18 und Jude Bellingham ist natürlich auch von diesem Club hier zu Dortmund gegangen. Vielleicht gehen wir ja den gleichen Weg. Auch hier spielen die ohne richtige Flügelspieler hier. Wir werden auch richtig Konkurrenz haben. Zwei Spieler, die aktuell noch besser sind, aber wir werden auf jeden Fall den Konkurrenzkampf hier auch annehmen. Hier in der Mannschaft sind wir natürlich nicht mehr der beste Spieler. Da müssen wir schon sehr, sehr weit runtergehen. Da sind wir auf jeden Fall, haben immer noch Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Wir werden jetzt hier in den Entwicklungsplan reingehen. Wie gesagt, Flügelspieler können wir uns immer noch nicht machen, beziehungsweise ich glaube, jetzt sollten wir das einfach machen. Wir können ja die Formation umstellen. Zwei Wochen, das wird ihm auf jeden Fall den Boost geben. Nochmal passen wir hier wieder an auf die 39 und wir werden ihm jetzt auf jeden Fall auch als neuen Spieler hier Einsatzzeit geben zum Start direkt. Ein Tor macht er auf jeden Fall nicht hier im ersten Spiel, vielleicht aber im Pokalspiel. Nee, da leider auch nicht. So, nächstes Spiel hier in der Championship Liga. Wir spielen 1:1. Wir wurden bis jetzt aber auch noch nicht ausgewechselt. Ich glaube, die anderen beiden sind nicht auf der Bank. Das ist perfekt für uns. Erstmal drei Spiele mit 90 Minuten und ein viertes kommt noch direkt dazu. Und da treffen wir auch in der 54.
Minute machen wir auf jeden Fall unser erstes Tor für Birmingham City hier. Und direkt die nächste gute Nachricht. Wir sind auf jeden Fall jetzt umgewandelt zum rechten Flügelspieler. Wir gucken direkt mal, ob wir hier hochsteigen. Das machen wir leider nicht. Na gut, das Tempo und Schießen war dann nicht so extrem gut, dass wir da hochgehen. Aber okay, wir haben auf jeden Fall die neue Position. Die ist auch schon quasi in der Taktik aufgestellt. Jetzt übernimmt aber auf jeden Fall der Assistenztrainer. Wir werden jetzt wieder in die Saison gehen. Wir können kurz noch gucken, ob er Vorlagen gemacht hat, beziehungsweise komm, das gucken wir dann einfach später. Wir springen, würde ich sagen, jetzt mal direkt zum Ende der Saison. Juni 2022. Wir werden, bevor wir natürlich auf unseren Spieler eingehen, die Tabelle sehen wir auf jeden Fall schon mal. 14. Platz ist in Ordnung auf jeden Fall. Bevor wir auf jeden Fall auf uns eher wieder eingehen, auf unseren Spieler, gucken wir in die Champions League. 22 ist die Nummer von Bellingham, Jude Bellingham. Der gewinnt aber nicht die Champions League. Gut, das ist schon mal das Erste, was wir hier quasi abgehakt haben. Das hätte einfach zu gut gepasst mit der Nummer. Jetzt gucken wir auf jeden Fall. Wir sind auf eine 76 hochgegangen. Das heißt nochmal plus 5 in der Saison, beziehungsweise am Anfang sind wir ja plus 1 gegangen. Das heißt plus 6 in dieser Saison. 17 Jahre sind wir alt. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wir gucken auf die Statistiken. 17 Tore und 5 Vorlagen. Einfach komplette Veränderung zur letzten Saison. Ich glaube, gleich können wir uns wieder auf die Transferliste setzen. Wir gucken auch nochmal, was bei den anderen beiden passiert ist. Also auch vom Rating her Bellingham, der Jude Bellingham auf eine 78, Jaland auf eine 75 und das Megatalent hier auf eine 79. Wenn wir weiter so machen mit dem Wachstum, dann schaffen wir es vielleicht noch, den Jude hier zu überholen. Und wir haben es jetzt auch geschafft, in dieser Mannschaft der beste Spieler zu sein. Das war ja vor der Saison, ja, da waren wir ungefähr hier so. Ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Direkt bester Spieler der Mannschaft. Und dann geht es natürlich für uns hier auf die Transferliste. Und jetzt sehen wir es hier. Transferangebot für Bellingham. Wir gucken direkt von welchem Verein. Von Fenerbahce. 32 Millionen. Ich werde das erstmal hier delegieren. Dann können wir nämlich noch ein paar Tage quasi abwarten und gucken, ob noch ein anderes Angebot reinkommt. Zum Beispiel auch aus der Bundesliga. Das wäre natürlich jetzt ultra interessant. Aber in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall kein Angebot von zum Beispiel Dortmund oder sowas in die Richtung. Gehen wir auf jeden Fall in die türkische Liga. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier bei unserer dritten Station in der Türkei angekommen. Wir spielen hier auf dem rechten Flügel, unter anderem Mesut Özil hier noch am Start. Der hat davor rechts gespielt, aber den haben wir jetzt mal hier auf die ZOM-Position gepackt. Wir wollen natürlich hier ordentlich spielen. Mal schauen, ob wir auf jeden Fall die Scorer von der letzten Saison hier noch knacken, ob wir vielleicht sogar einen Titel holen oder ob wir natürlich auf die 80er Gesamtstärke gehen. Das gucken wir natürlich direkt am Ende der Saison. Da springen wir jetzt direkt hin. Und Chancen haben wir nicht nur in der Liga, sondern auch in der Europa League. Da spielen wir zum Glück mit. Das heißt, das erste Mal international. Gruppenphase haben wir auf jeden Fall überstanden. Jetzt wird er auf jeden Fall gegen Leverkusen am Start. Hinspiel 2:2. Und das Rückspiel können wir gewinnen. Das heißt, wir sind weitergekommen. Da ist auf jeden Fall der Gegner Feyenoord Rotterdam. Da verlieren wir das Hinspiel auf jeden Fall. Und das Rückspiel können wir leider nur unentschieden spielen. Das heißt, da sind wir wahrscheinlich im Achtelfinale rausgeflogen. Und jetzt sind wir am Ende der Saison. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier ein Pokalfinale vor der Brust. Das ist natürlich schon mal richtig gut. Da springen wir auch direkt hin. Beziehungsweise davor können wir uns natürlich angucken, wie es in der Liga und so weiter gelaufen ist. Der große Bruder hat die Champions League auf jeden Fall noch nicht gewonnen. Wir gucken auch mal, wer die Europa League gewonnen hat. Real Sociedad, da sind wir wie gesagt im Achtelfinale rausgeflogen. Nachdem wir uns einfach als Erster mit 0 Niederlagen durchgesetzt haben in der Gruppenphase. In der türkischen Liga ist einfach Galatasaray punktgleich Meister geworden. Sehr, sehr bitter auf jeden Fall. Bellingham, das Talent und Haaland haben wir nicht gescoutet. Das heißt, die Gesamtstärken sehen wir noch nicht. Das heißt aber auch, die haben noch keine 83er Gesamtstärke. Und ich habe es eben schon gesehen, die 83er Gesamtstärke. Da seht ihr es auf jeden Fall jetzt gleich. Jetzt seht ihr es, haben wir geknackt. Wir sind auf eine 83 hochgegangen. Sind natürlich hier der beste Spieler. Hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Erst 18 Jahre alt, wieder plus 6 in dieser Saison gegangen. Das Einzige, womit er nicht zufrieden ist, ist auf jeden Fall der Vertrag. Ich glaube, gleich werden wir wieder wechseln. Wir schauen jetzt kurz auf die Statistiken, bevor wir hoffentlich unseren ersten Titel holen. Was geht denn hier ab? 37 Tore und 13 Vorlagen. Also erstmal als rechter Flügel 37 Tore. Und dann auch als 83er in Bestform hier auch 37 Tore und 13 Vorlagen. Okay, das ist wirklich... Also das habe ich sehr, sehr selten gesehen. Das war, würde ich sagen, wenn wir jetzt noch den Titel hier gewinnen, eine perfekte Saison für uns jetzt hier. Wir sind auch Top-Torjäger hier im Pokal. Also ich weiß gerade, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das ist viel zu krass eigentlich. So, wir gehen auf jeden Fall ins Finale, wo wir das Ding einfach im Elfmeterschießen verlieren. Wie kann das denn angehen? Also Bellingham macht auf jeden Fall ihn rein, also an ihm lag es nicht. Aber wie kann das sein, dass wir in der Liga
wahrscheinlich nur wegen der Tordifferenz verlieren und im Pokal einfach nach Elfmeterschießen. Also bitterer kann man nicht Zweiter werden zweimal, aber ja gut, persönlich für uns war das eine Hammer-Saison, denn natürlich mit unseren Statistiken sind wir auch in der Liga Top-Torjäger geworden. Wir sind auch zum Spieler des Turniers damit gekürt worden. Ja, und während der Saisonpause gehen wir einfach noch hoch auf die 84. Wir setzen uns jetzt hier auf die Transferliste. Ziel ist, würde ich sagen, die Bundesliga. Da wollen wir auf jeden Fall am Start sein. Okay, wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr viel Transferbudget. Wir sehen auch hier Bellingham verkauft, obwohl ich den quasi nicht verkauft habe. Das heißt, seine Freigabesumme wurde einfach gezogen. Wir werden jetzt einfach mal selber gucken, wo der hingewechselt ist. Und es gibt auch jetzt hier zufälligerweise im Spiel einen neuen Bellingham. Matt Bellingham, wahrscheinlich ein Jugendspieler, Derby County. Ja, das ist auf jeden Fall ein nicer Zufall. Den gab es davor auf jeden Fall noch nicht. Aber wir wollen uns natürlich den anderen hier angucken. So, der ganz oben mit 18 Jahre alt, der ist zu Celtic gewechselt. Okay, ja gut, nehmen wir das einfach mal so hin und wir werden auf jeden Fall als Trainer auch dahin wechseln. Fast 100 Millionen an Marktwert. Da sind wir auf jeden Fall direkt schon bei der Mannschaft. Hier werden wir, denke ich, schon Stamm spielen. Wir werden das mal hier ummodeln zum rechten Flügel, 84er. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall Stammspieler, auf jeden Fall auch mit Abstand der beste Spieler im Kader. Wir gucken mal, wie das hier so abläuft. Ich glaube, wir werden nur eine halbe Saison oder so hier bleiben. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn, ist jetzt nicht so extrem attraktiv, würde ich sagen. Und wir wollen eigentlich auch schon langsam in Richtung Europa wieder gehen. Ja, okay. Oder wir qualifizieren uns einfach mal vielleicht für die Champions League hier. Das wäre natürlich nochmal richtig edel hier. Okay, Runde 1 in der Qualifikationsrunde überleben wir auf jeden Fall. Gucken wir, ob das auch mit Runde 2 so ist. Ja, da sieht es auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, sieht das jetzt gut aus oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal direkt rein, was das jetzt für uns bedeutet. Natürlich haben wir das falsche Auswärtsspiel hier quasi erwischt. Wir kommen leider nicht in die Champions League. Das ist sehr, sehr bitter. Das wäre nochmal richtig cool gewesen, hier quasi in die Champions League zu kommen. Aber gut, wir werden ausgeglichenen Trainingsplan einfach mal machen, damit er auch so ein paar normale Statistiken hier trainieren wird. Und wir gehen jetzt hier direkt in den Januar 2024. Zumindest sind wir hier wieder in der Europa League mit am Start. Das ist doch auch schon mal was Gutes, auch wenn wir da direkt erstmal verlieren. Nach 20 Spielen haben wir auf jeden Fall hier 50 Punkte und sind damit Erster. Das ist natürlich gut. 85er Gesamtstärke auf ausgeglichen sind wir natürlich nicht so schnell in der Entwicklung. Vertrag läuft auch in 6 Monaten aus. Das heißt, wir müssen jetzt quasi schon verlängern. Oder wir gucken uns, wer uns vielleicht per Vorvertrag oder sowas in die Richtung holt. Ja, bis zur nächsten Gesamtstärke dauert es aber auch nicht mehr so extrem lange. Das Einzige, was halt noch nicht so gut ist, ist Passen. Deswegen mache ich mal Flügelspielmacher. Gucken wir einfach mal, was für Angebote reinkommen. Beziehungsweise sollen wir jetzt den Club wechseln, also verlängern und wechseln. Wir gucken mal, wie es in der Europa League ausgegangen ist. Wenn wir da weitergekommen sind, dann bleiben wir auf jeden Fall hier. Ja, und da sind wir weitergekommen und wir spielen da schon wieder gegen Leverkusen. Okay, dann würde ich sagen, tüten wir auf jeden Fall die Saison hier ein. Es sieht auch ganz gut aus mit den Top-Torjägern. Wir werden die Saison zu Ende spielen. Gucken wir erstmal, wie wir quasi mit gegen Leverkusen spielen. Und wir werden ja den Vertrag hier auslaufen lassen. Mal gucken, wer uns verpflichtet. Hinspiel 3:3. Okay, was für ein Ergebnis. Und Rückspiel verlieren wir 2:0. Das heißt, hier sind wir leider direkt schon rausgeflogen gegen Leverkusen. Gut, gehen wir auf jeden Fall zum Ende der Saison. Beziehungsweise wir halten hier mal kurz an. Da seht ihr natürlich ein Finale. Da müssen wir natürlich direkt reingehen. So, wir gehen auch direkt ins Finale ohne Umschweife. Diesmal machen wir es andersrum. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben eine 87er Gesamtstärke. Per Schnellsimulation regeln wir jetzt hier hoffentlich unseren wahrscheinlich ersten Titel. Vielleicht ist es auch der zweite Titel oder sowas in die Richtung. Wir leider ohne Tor, aber ganz egal. Auf jeden Fall der erste Titel, den wir hier sehen. Gucken wir, ob es in der Liga so geblieben ist und wir auch da den Titel holen. Ja. Da ist es auf jeden Fall deutlich so geblieben. Dann sind wir quasi noch in die weitere Runde gekommen und haben da auf jeden Fall den ersten Platz zementiert, kann man ja fast schon sagen. Fast 100 Punkte da insgesamt geholt. Und jetzt gucken wir uns natürlich unseren Spieler an. Haben wir hier vielleicht noch eine Nachricht? Da haben wir auf jeden Fall Bellingham am Start, wie er neben dem Pokal sitzt. Sehr, sehr gut, dass wir auf jeden Fall noch hier geblieben sind, auch wenn es mit der Europa League nicht geklappt hat. Wir gucken erstmal auf die anderen Spieler. Denn die haben wir jetzt wieder richtig gescoutet. Der Jude Bellingham nur auf einer 81er Gesamtstärke. Das ist natürlich nicht so schwach. Den haben wir jetzt schon meilenweit hier überholt. Thialan auf einer 84, genauso wie das Megatalent. Wir haben natürlich standardmäßig, wenn man den Spieler erstellt, immer das 99er Potenzial. Aber trotzdem ist das schon mal sehr, sehr krass. So, ich dachte schon, wir haben 29 Tore. Das wäre natürlich wieder ultra krass. Wir sind ein bisschen niedriger. 23 Tore und 4 Vorlagen. Das ist aber immer noch mega stark auf jeden Fall. Plus 3 hier quasi im Rating. Das ist, ja, da haben wir es auf jeden Fall diese Saison ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Wir werden aber jetzt in der nächsten Saison auf jeden Fall zu einem richtigen Top-Club gehen. Europäisch wollen wir spielen, in der Champions League wollen wir mitspielen. Das muss jetzt einfach sein. Das Problem ist nur, dass er in der neuen Saison einfach keinen Verein gefunden hat, der ihn quasi dann ablösefrei bekommt. Der ist jetzt unter den freien Spieler, also keinen Vorvertrag hat er hier bekommen. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall diesmal den Verein aussuchen und ich glaube, wir müssen langsam die Brüder hier wieder vereinen. So, dann werden wir Jude Bellingham mit einem 172 Millionen Marktwert einfach mal von den freien Spielern hier holen. Angebot hat er auf jeden Fall angenommen. Wir nehmen das natürlich auch an. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder vereint hier mit seinem Bruder. Jetzt sind die beiden Bellinghams hier auf jeden Fall im Dortmund-Kader. Und auf der rechten Seite, da ist auf jeden Fall noch Platz. Der Kader sieht ein bisschen durchgewürfelt aus. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen was machen. Beziehungsweise das wird sowieso der Assistenztrainer übernehmen. Ich werde nur machen, dass wir dann auch mit richtigen Flügeln und mit richtigen ZMs spielen. So sieht das Ganze dann aus. Wir spielen jetzt hier mit dem Bellingham, der wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt spielen wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall auch mit Haaland hier zusammen. Mal schauen, was wir auf jeden Fall mit Dortmund erreichen können. Ballon d'Or brauchen wir, glaube ich, noch nicht gucken. Da haben wir, denke ich, keine Chance mit unserer Gesamtstärke. Deswegen gehen wir auf jeden Fall zum 1. Januar. Vielleicht sind wir irgendwie im Team of the Year oder sowas in die Richtung. Ja, Champions League-mäßig können wir auf jeden Fall nichts erreichen, denn wir sind hier nur in der Europa League und auch im Pokal rausgeflogen. Also, das mit den Erfolgen, darauf müssen wir auf jeden Fall noch mal warten hier. Januar 2025, wir gucken mal, ob es zumindest in der Liga-Tabelle, okay, wir sind auf dem 8. Platz hier einfach, also Bayern auch auf dem 7., aber das bringt uns natürlich auch nichts. Wir gucken mal, ob wir zumindest in der Europa League irgendwie noch weitergekommen sind. Ja, da sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Wir sind auch mit unserem Rating weitergekommen, da sind wir jetzt auf dem Potenzial, was der Jude Bellingham, also der große Bruder hier hat. Der ist auch plus 2 gegangen, dem haben wir auch noch mal kurz einen Entwicklungsplan hier gegeben. Und so schlecht sieht die Mannschaft jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, was die auf dem 8. Platz da rumgucken. Also da kann man auf jeden Fall viel mehr draus machen. Vielleicht die Formation, aber ja, die haben halt so eingekauft. 2 gute Stürmer so in die Richtung. Deswegen macht es auch eigentlich keinen Sinn, die irgendwie abzuändern. Aber gut, irgendwas müssen wir verändern, damit es auf jeden Fall in der Rückrunde hier besser läuft. Belotti hier einfach mal bei Greuther Fürth. Im Team of the Year sind wir leider nicht mit dabei. Gut, wir haben ja jetzt auch nicht wirklich viel erreicht. Wir sind irgendwie nicht Champions League-Sieger oder sowas in die Richtung geworden. Deswegen ist das jetzt auch keine Mega-Überraschung. Wir sind immer noch hier auf dem 8. Platz. Sind auch nicht in der Top-Torjäger-Liste. Salah bei Greuther Fürth? Was geht da bitte ab? Einen Moment. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Greuther Fürth ist wahrscheinlich auf dem 1. Platz. Vielleicht ist es euch auch irgendwie davor schon aufgefallen. Bei Greuther Fürth, da ist noch ein altes Video quasi am Start. Ja, Greuther Fürth. Also Meister werden wir hier nicht mehr, denn Greuther Fürth hat quasi eine Footdraft-Mannschaft. Da habe ich die Leute aus dem Footdraft halt hingepackt. Also Messi und so weiter. Aber gut, das rechtfertigt immer noch nicht hier unseren Platz. Aber ich glaube, wir müssen raus aus Deutschland. Greuther Fürth wird wahrscheinlich auch in der Champions League sehr, sehr weit damit kommen. Das gucken wir uns mal direkt an. Ja, sind auf jeden Fall im Achtelfinale am Start. Die nehmen uns auf jeden Fall hier so ein bisschen hops, aber gut, es geht ja um unseren Jude Bellingham und da gucken wir direkt mal, wie der auf jeden Fall in der Europa League performt. Ja, und ich musste extra hier erstmal reingehen, damit ich das sehe. Diesmal kommen wir weiter durch die Auswärtstorregel, stehen da gegen den AC Florenz im Achtelfinale. Wir wollen natürlich einen internationalen Titel, auch wenn es nur der DFB-Pokal ist. Ja, wahrscheinlich der DFB-Pokal, oder? Natürlich die Europa League, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Sind im Viertelfinale gegen Villarreal, gucken wir mal, wie das ausgeht. Ja, Hinspiel 3:0 gegen Villarreal. Rückspiel 2:2. Wir sind auf jeden Fall im Halbfinale gegen Sporting Lissabon. Wir werden jetzt direkt zum Tag danach quasi switchen und gucken, ob wir hier unser erstes europäisches Finale am Start haben. Hinspiel 1:1. Gegen Bayern auch nur 1:1. Und jetzt verlieren wir. Wir verpassen auf jeden Fall das Europa League Finale. Sehr, sehr bitter. DFB-Pokal sind wir auch relativ früh rausgeflogen. Immerhin noch einen Sieg zum Abschluss der Saison. Wir sind auf dem 7. Platz gelandet. Das heißt, wir werden vielleicht wieder Europa League oder sowas spielen, aber auf jeden Fall nicht Champions League. Greuther Fürth, könnt ihr euch denken, ist Meister geworden. Das ist natürlich jetzt nicht so nice, dass diese Footdraft-Spieler da noch am Start sind. Bellingham aber auf jeden Fall auf der 89. Der andere Bellingham, der große Bruder, auf einer 84. Der Tjaaland, wie gesagt, mit dem haben wir auch ein Video gemacht. Da gab es diesen Fail nicht, dass wir so heftige Mannschaft hatten. Der auf der 88er Gesamtstärke, Newman auf der 86. Aber ja, wir sind immer noch vorne hier mit der 89. Gucken wir mal, ob wir auch ordentlich Scorer hier gemacht haben. 29 hat auf jeden Fall Haaland. Wir haben 7 Tore und 4 Vorlagen. Okay, das ist eine extrem schwache Saison. Aber gut, wir haben natürlich auch Haaland im Team, der da viel wegnimmt. Ich glaube, das Kapitel Dortmund müssen wir an der Stelle beenden. Das war einfach kein gutes Kapitel. Und Bundesliga macht für uns auch keinen Sinn, wenn wir da so eine Übermannschaft
Mannschaft aus Versehen noch drin haben. Rom auf jeden Fall hier im Halbfinale der Champions League. Im Finale Paris und Liverpool, das sind so die Clubs, die wir auf jeden Fall anvisieren sollten, zu denen wir eigentlich gleich gehen müssen. Kurz nochmal zur Erklärung, bei Greuther Fürth habe ich hier eine Footdraft-Challenge gemacht. Das heißt, alle Footdraft-Spieler habe ich in eine Mannschaft gepackt. Die Kader habe ich eigentlich aktualisiert, beziehungsweise eine andere Sache da reingemacht. Aber trotzdem ist es irgendwie schief gelaufen. Können wir nichts machen. Wir haben auf jeden Fall ein Transferangebot. Und ich habe schon gedacht, vielleicht kommt irgendwie nichts mehr rein. Hier finden wir es natürlich nicht mehr. Das kommt aus der Premier League. Das ist natürlich auch sehr interessant für uns. Und das werden wir auch annehmen von Chelsea. Ich habe die Mannschaft angeguckt. Ist eine starke Mannschaft. Callum Hudson-Odoi werden wir auch direkt eintauschen, damit der einfach auch uns keine Spiele wegnimmt und so weiter. Und damit es auch durchgeht, weil wir haben auf jeden Fall einen heftigen Marktwert von 138 Millionen, der ein bisschen runtergegangen ist, wegen dem Alter wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, wir wollen da auf jeden Fall nichts kaputt machen oder dass da nichts irgendwie schief läuft. Deswegen werden wir das auf jeden Fall machen hier. Auf den Flügeln ist Chelsea sowieso sehr, sehr gut besetzt. So, wir nehmen das Angebot auf jeden Fall an. Damit haben wir auf jeden Fall den Wechsel vollzogen. Wie gesagt, wenn der so einen extrem heftigen Wert hat, dann ist es auch immer schwierig, den halt wechseln zu lassen. Und das hier ist auf jeden Fall die Chelsea-Mannschaft. Die ist natürlich top besetzt. Damit können wir auf jeden Fall im Titel mitspielen. Vielleicht der Torwart noch. Wie gesagt, wir wollen nicht so viele Transfers hier machen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Wir gehen auf jeden Fall rein in die Saison. Mal schauen, ob wir hier zum Saisonende den Kai Havertz hier von der Top-Position vom Rating her verdrängen. Wir haben immer noch das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Wir werden die 90, denke ich mal, knacken. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Wir wollen auf jeden Fall die Passwerte noch so ein bisschen hochbekommen. Machen wir wieder Flügelspielmacher. Und es gibt eine gute Nachricht. Wir spielen auf jeden Fall in der Champions League. Ist nur die Frage, ob wir da auch weitergekommen sind. Ja, da sind wir weitergekommen, da spielen wir auf jeden Fall gegen Bayern. Wir gucken mal ganz vorsichtig Richtung Ballon d'Or und ja, Chelsea im Karrieremodus ist echt immer so ein bisschen flopmäßig, weil die halt irgendwie eine falsche Formation haben, man eigentlich auf ZOMs stellen muss. Ich glaube, ich werde einen ZOM auf jeden Fall mal, wir haben die 90er Gesamtschere geknackt nebenbei, aber 11. Platz, ne? Also nächste Saison müssen wir hier zwangsweise wieder weggehen, aber wir packen mal hier so ein bisschen defensiver rein. Wir gucken, ob wir den Ballon d'Or gewonnen haben, aber das mit der Liga-Platzierung, das ist komplett Flop. Okay, Mbappé. Ja, da ist natürlich Mbappé Sieger geworden. Okay, kompletter Fokus. Die Liga können wir abhaken. Kompletter Fokus jetzt hier auf die Champions League. Bringen wir direkt zum Tag nach dem Achtelfinal-Rückspiel. Okay, wir haben auf jeden Fall 1:1 gespielt. Pokal sind wir rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Da haben wir verloren. Das ist eine Saison auf jeden Fall wieder zum Wegwerfen. Es soll irgendwie europäisch irgendwie nicht sein. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Am Ende der Saison sind wir zumindest noch Sechster geworden, haben also noch halbwegs um die europäischen Plätze hier mitgekämpft. Aber ja, wir können uns eigentlich nur auf unseren eigenen Spieler konzentrieren. Da haben wir schon direkt gesehen, ist auf eine 91 hochgegangen. Bevor wir uns die Statistiken angucken, gucken wir mal auf die anderen Spieler. Jude Bellingham auf jeden Fall jetzt hier auf einer 87. Das sieht schon mal gut aus. 100 Millionen an Marktwert. Tjaaland hat auch hier die 90 geknackt. 267 Millionen an Marktwert. Aber spielt bei Molde FK. Also der spielt irgendwie noch nicht so hier in der Champions League und so mit. Das gleiche ist auch bei Newman. Der spielt auf jeden Fall auch noch nicht um die Champions League hier mit bei seinem Verein. 87er Gesamtstärke. Ja, und wir müssen einfach wieder weiter wandern. Wir werden nächste Saison wieder nicht in, also wir gehen immer zu einem Club, der spielt dann nicht mehr international und dann müssen wir wechseln. Kai Havertz haben wir jetzt zumindest eingeholt. Einer der besten der Welt. Es ist auf jeden Fall ein spanisches Finale in der Champions League. Uns interessiert natürlich eher weniger, wer das gewinnt, sondern uns interessiert natürlich unser neuer Verein Spanien. Wäre auf jeden Fall auch nochmal ganz interessant. Wir werden natürlich nicht bei Chelsea bleiben, wo wir dann in der Europa League spielen. Wir werden jetzt erstmal zur WM gehen, 2026. Das ist auf jeden Fall die englische Mannschaft mit den Bellingham-Brüdern auf jeden Fall hier in der Startelf, automatisch sogar. Also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass wir nicht in der Startelf sind, denn Sancho hat eine 92er Gesamtstärke. Aber gut, wenn wir so viele heftige Spieler auf den Flügel haben, dann müssen wir einfach diese Formation wählen, wo wir hier direkt zwei Flügel am Start haben. Das ist auf jeden Fall, denke ich, die bestmögliche Elf hier. Ja, und erstes Duell einfach gegen Deutschland. Wir sind direkt hier im Achtelfinale. Wir sind ja in der neuen Saison. Achtelfinale gegen Deutschland. Wir gehen direkt hier in die normale Simulation rein. Brandt auf jeden Fall als Stürmer. Das soll uns auf jeden Fall nicht irritieren. Wir hoffen natürlich diesmal, dass Bellingham sich hier durchsetzt. Also der Große und natürlich auch der Kleine. Aber England verliert im Elfmeterschießen. Bellingham, man weiß jetzt nicht, welcher es genau ist, aber einer davon macht auf jeden Fall den Elfmeter rein. Aber ja, wir sind leider rausgeflogen bei der WM hier. Okay, und wir haben ein Angebot aus der spanischen Liga, aber ja, das ist der Club, der nicht im Champions League Finale war.
Das Angebot ist aber natürlich trotzdem heftig. Wir werden uns Real Madrid davor mal angucken. Und ich werde das Angebot annehmen, nachdem ich mir jetzt Real Madrid, Atletico Madrid und Barcelona angeguckt habe. Das Einzige, was bei Real fehlt, ist so ein bisschen vielleicht ein richtig heftiger Keeper. Aber ja, wir gehen auf jeden Fall zu Real Madrid und wir werden da hoffentlich jetzt einen internationalen Titel holen. Und damit ist natürlich die Champions League gemeint. Das ist auf jeden Fall die Mannschaft von Real Madrid. Da fehlt aber natürlich auf der rechten Seite noch einer. Ja, und das Angebot ist doch irgendwie nicht durchgegangen. Gut, dann müssen wir das jetzt so nochmal regeln. Wahrscheinlich bieten wir gleich viel zu viel, beziehungsweise können uns den vielleicht noch nicht mal leisten oder so. Ja, so sieht's aus. Wir können uns den nicht leisten. Obwohl, wir können uns den doch leisten. Damit haben wir aber auch jetzt wirklich alles ausgegeben. Wir haben den neuen rechten Flügel. Mit der Real Madrid-Mannschaft können wir natürlich mit dem Gehaltsbudget, beziehungsweise mit dem Transferbudget nicht mehr viel machen. Ja, Flügel sind auf jeden Fall sehr, sehr stark besetzt. Hauptsache, wir sind da erstmal Stammspieler. Und Hauptsache auch, diese Mannschaft performt gut. Wie gesagt, der Torwart ist, würde ich sagen, noch die... Der einzige so ein bisschen Schwachpunkt im Vergleich jetzt einfach zu Atletico und Real Madrid. Atletico Madrid natürlich, wir sind hier bei Real Madrid. Wir machen kurz noch einen Entwicklungsplan und dann springen wir direkt in die Saison rein. Wichtig ist natürlich, dass wir in der Champions League am Start sind. Da sind wir am Start. Wir gucken wieder auf den Ballon d'Or, wie wieder absolut Kylian Mbappé den gewinnen wird. Ja, ich habe es doch schon gesagt. Ja, natürlich Kylian Mbappé, springen wir direkt weiter. Da haben wir gesehen, wir sind auf jeden Fall nicht Erster in der Tabelle. Aber ja, gucken wir. Achtelfinale auf jeden Fall gegen AS Monaco, springen wir da auf jeden Fall zum Tag nach dem Rückspiel. Rückspiel 1:1 und ich habe wieder nicht hingeguckt, so wie vorhin. Das Hinspiel haben wir aber gewonnen, 3:2, das heißt, wir sind auf jeden Fall im Viertelfinale. Da gucken wir mal direkt, wer der Gegner ist. Ja, der Gegner hat es auf jeden Fall in sich. Liverpool auf jeden Fall unser Gegner. Wir springen direkt wieder rein und gucken mal, ob wir hoffentlich 2:0 im Hinspiel ins Halbfinale kommen. Und wir schaffen es, obwohl wir hier verlieren. Paris auf jeden Fall im Halbfinale. Da gehen wir direkt rein ins Rückspiel. Hinspiel aber 3:1 verloren. Okay, das ist extrem bitter. Ich glaube, das Spiel können wir hier, je nachdem, wir spielen heim. Ja gut, ja, Paris 3 Auswärtstore. Das ist auf jeden Fall schade, dass da auf jeden Fall die Reise endet. Das wäre natürlich richtig nice gewesen, erst in der ersten Saison hier mit Real direkt ins Champions League Finale, aber es soll nicht sein. Liga gewinnen wir auch nicht, Atletico Madrid bleibt da auf jeden Fall auf dem ersten Platz, 91 Punkte, einfach viel zu stark. Wir gucken mal auf unsere Mannschaft, Bellingham, Jobe Bellingham, hoffentlich richtig ausgesprochen, hoffentlich falsch ausgesprochen, ja moin. Bellingham auf einer 92, Dybala geht auch langsam runter, wir sind auf jeden Fall der Beste hier in dieser Mannschaft. Wir gucken mal in den Entwicklungsplan, wie lange würde das noch dauern? 44 Wochen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen langsamer am Start. Arbeitsrate ist jetzt hoch, deswegen können wir wieder so ein bisschen auf... Komm, wir machen wieder Inversa. Der soll nochmal 99 Abschluss hier haben zum Ende. Und Atletico Madrid hier schon wieder im Finale. Die nehmen einfach alles komplett auseinander. Paris auch am Start hier. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal wechseln? Wir müssen einfach mal gucken, ob wir Angebote bekommen. Real Madrid natürlich eine saustarke Mannschaft, aber ein paar Spieler gehen auch schon runter. Atletico Madrid können wir natürlich jetzt nicht wechseln, nachdem wir hier zu Real gegangen sind. Aber vielleicht zu Paris, die uns hier rausgehauen haben. Das werden wir alles im Juli 2027 sehen. Aber eine Sache haben wir natürlich mindestens noch bei Real Madrid hier zu tun. Das sind natürlich die Statistiken anzugucken. Top-Torjäger sind wir auf jeden Fall geworden in der La Liga. 22 Tore. Gucken wir mal direkt auf die kompletten Statistiken von uns. Da haben wir auf jeden Fall 28 Tore und 8 Vorlagen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. 22 Jahre alt. Sehr stark auf jeden Fall. Den anderen Bellingham und Thialand und das Talent werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Saison nochmal angucken. Jetzt gehen wir aber hoffentlich vielleicht zu einem neuen Verein. Je nachdem, wir gucken einfach mal. So, hat gar nicht lange gedauert hier im Juli. Wir haben direkt das erste Transferangebot und das ist eigentlich der einzige gute Verein, der noch so richtig in Frage kommt, der jetzt hier Sinn macht. Paris. Aber das Angebot von Paris ist auf jeden Fall nicht durchgegangen. Die haben ja auch davor so extrem viel geboten. Hatten dann wahrscheinlich irgendwie kein Gehaltsbudget mehr oder so. Liverpool ist jetzt nochmal ein Angebot reingekommen, aber ich muss jetzt mal überlegen, wir sind ein 92er, wir spielen bei einem Club, der hier noch 349 Millionen auf dem Konto hat. Obwohl, also so eine schwierige Entscheidung, ich glaube, ich werde Liverpool mal annehmen, je nachdem, ob das Angebot diesmal auch durchgeht. Ich glaube, wir haben ja noch genug Spieler, also daran sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Paris-Deal ist nur gescheitert, weil wir zu wenig Spieler hatten. Okay, die letzte Saison nimmt uns jetzt hier nochmal richtig hops. Ich bin zu Liverpool gegangen, englische Liga und so weiter ist vielleicht ganz nice und dann sehe ich hier einfach Liverpool in der Europa League, das gibt es doch nicht. So, wir sind jetzt bei Paris gelandet. Den einen Bellingham haben wir auf jeden Fall direkt geholt und den anderen Bellingham, den holen wir uns jetzt hier auch noch in die Mannschaft. Damit sind sie auf jeden Fall jetzt hier wieder vereint und gewinnen jetzt hoffentlich die Champions League in der allerletzten Saison hier. Das ist auf jeden Fall hier die Mannschaft.
Die ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Die sollte auf jeden Fall ein bisschen was erreichen. Aber ich hätte gedacht, dass wir bei Paris auf jeden Fall mehr Geld haben. Bei Real hatten wir irgendwie 300 Millionen oder sowas in die Richtung. Das haben wir hier nicht mehr. Das heißt, ja, wir haben jetzt nur die beiden Bellinghams geholt. Mehr können wir nicht machen in der letzten Saison. Jetzt müssen wir einfach nur noch hoffen, dass es jetzt auf jeden Fall was wird mit dem Champions League Sieg. Wir gehen direkt zum Ballon d'Or. Den wird sich wahrscheinlich wieder unser Kollege mittlerweile holen, der Mbappé. In der Champions League verlieren wir auf jeden Fall gegen Leverkusen. Da sind wir dann aber hoffentlich trotzdem weitergekommen. Ja, da sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Gegen Juventus Turin spielen wir da. Gucken wir erstmal, bevor wir ins Jahr 2028 gehen, wer den Ballon d'Or gewinnt, und es ist Joao Felix. Ja, gut, noch nicht mal unser Teamkollege, das bringt uns dann komplett gar nichts. Wir springen zum Rückspiel von Juventus. Falls wir die Champions League hier nicht gewinnen sollten, dann haben wir theoretisch noch die EM, die wir gewinnen könnten. Rückspiel wieder unentschieden und wie auch immer, also wie immer, verpasse ich auf jeden Fall das Hinspiel. Aber wie auch immer, wir gewinnen auf jeden Fall. Damit gehen wir auf jeden Fall wieder ins Viertelfinale rein. Wir gucken mal, wer der Gegner ist. Der Gegner wird auf jeden Fall Tottenham sein. Da werden wir auch direkt mal reinspringen. Hinspiel 1:1 und Rückspiel 2:2. Was heißt das jetzt? Ja, das heißt für uns, wir sind rausgeflogen. Wir sind im Jahr 2028. Wir werden hier französischer Meister. Aber ja, wie gesagt, ehrlich gesagt, wir haben natürlich gleich die EM noch vor der Brust. Das wird natürlich auch spannend, aber ja, dass wir Champions League nur einmal ins Halbfinale gekommen sind und jetzt hier auch Inter Mailand und Tottenham. Damit war jetzt auch unbedingt nicht zu rechnen. Finale Europa League, gewinnt auf jeden Fall Monaco. Das ist extrem bitter. Pokale und so weiter sind, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Wir sind auf eine 93 hochgegangen. Wir gucken uns auch direkt mal die anderen Spieler an, bevor wir die abschließenden Statistiken hier sehen. Tjaaland auf einer 95, das heißt, der hat uns auf jeden Fall deutlich überholt. Newman auf der 90 und das war gerade irgendwie random, irgendjemand schreit wieder rum hier, aber ganz egal. Bellingham hier auf einer 89, das heißt, der hat auch sein Potenzial durchbrochen hier. Gucken wir uns nochmal die abschließenden Statistiken an. Gut, wenn er natürlich gleich die EM mit England holt, dann wäre natürlich schon ein perfekter Abschluss, aber Champions League mäßig, da kommen wir nicht auf einen Zweig. Mbappé mit 35 Toren, wir mit 20 Toren und 11 Vorlagen auf jeden Fall. Und der Jude Bellingham, der große Bruder, der jetzt quasi der kleine Bruder in die Richtung ist, 9 Tore und 4 Vorlagen. Wir haben auf jeden Fall geschafft, den hier zu überholen. Mal schauen, was wir nochmal gemeinsam schaffen, hier bei der EM mit England. Kein Plan, warum der Trainer mittlerweile hier die beiden Bellinghams vertauscht hat und auch den anderen Torwart hier reingenommen hat. Aber gut, das soll uns erstmal hier quasi egal sein. Wir werden hier mal ein bisschen auf die offensivere Variante gehen. Und diesmal kommt Deutschland nicht im Achtelfinale, sondern direkt in der Gruppenphase. Wir schauen mal, wie das hier aussieht. Ja, und das sieht gar nicht gut aus. Gegen Deutschland verlieren wir wieder. Österreich gewinnen wir 1:1. Sind wir überhaupt weitergekommen? Wir sind weitergekommen, haben uns hier irgendwie noch durchgewurschtelt, hier gegen Tschechien. Bisschen Glück auf jeden Fall mit dabei. Wir gehen in die neue Saison und dann auch auf jeden Fall ins Viertelfinale gegen die Niederlande. Okay, wir gehen rein. Wir sind im Viertelfinale. Bellingham, zweimal direkt in der Startelf. Wir konzentrieren uns natürlich auf den rechten Flügel mit einer 93er Gesamtstärke. Und das ist hoffentlich nicht das letzte Spiel, denn wir wollen auf jeden Fall noch in ein Spiel reingehen. Das wäre nochmal ganz nice und wir verlieren schon wieder im Elfmeterschießen. Ein Bellingham schießt ihn auf jeden Fall rein. Ein Bellingham verschießt aber auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben den reingemacht und Jude Bellingham, der hat ja normalerweise immer die 22, der hat ihn verschossen. Was ist das jetzt hier einfach für einen bitteren Abschluss? Ich wollte unbedingt in ein Spiel reingehen, aber ja, es soll einfach nicht sein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, falls ihr das Format feiert. Abonniert gerne, falls ihr keine Folge davon verpassen wollt und natürlich noch ganz viele andere Videos könnt ihr euch auch gerne angucken. Falls ihr zu meinem Zweitkanal wollt, gebt einfach ERX107. Bei YouTube ein, Edinho heißt der Zweitkanal, da findet ihr noch ganz viele weitere Videos oder einfach hier auf dem Kanal. Aber ja, so ist das manchmal mit den Simulationen, manchmal hat man Glück, manchmal hat man auch überhaupt gar kein Glück. Wie viel Pech hatten wir heute in dieser Simulation? Immerhin hat er sich als 23-Jähriger auf eine 93 entwickelt, also an ihm lag es jetzt auf jeden Fall nicht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann und ciao!